kommen zurück. Wir können gerne weiter über den Fight, oh lol, Kano, reden. Ja, ich habe auf jeden Fall irgendeinen Loot, ne? Den können wir dir dann noch geben. Ja, ja, also an sich trage ich jetzt im Moment das Zeug von Huni. Ich habe halt, ja gut, was halt wieder bitter ist, ist natürlich, dass ich jetzt halt denen schon wieder einen Crossbow und eine Pistole gegeben habe, die leicht verbessert sind. Bist du denn nicht gestorben? Ja, vom Wolf totgebissen. Ja, den Wolf habe ich aber getötet. Der liegt irgendwo im Wasser, der Wolf. Warte mal, vielleicht. Also mit ziemlicher Sicherheit, der wurde im Wasser von Yutis geflickt. Lol, ich hab dein Loot. Lol, echt? Ja, ich hab eine 113er Piste. Oh, geil. Ah, dann hast du Gardos Wolf totgebissen? Ja. Krass, nice. Okay, ja, warte mal. Aber hier lag noch der Loot von Nogger. Den hat er safe nicht gelootet. Bei safe. Das ist eigentlich ein bisschen überheblich. Aber ich glaube, er hat nicht gelootet. Ja, hier ist sein Loot. Okay, kannst du das noch tragen? Ja, warte, ich muss da kurz Sachen in den Wolf. Oder warte, nee, ich kann's tragen, da war mein Pass. Oh, okay. Diesmal waren wir halt schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr nah dran, Gato auch noch zu kriegen. Ne, er hatte also auf jeden Fall dieses Kreuz. Ja, es nervt halt trotzdem schon wieder. Ja, vor allem, wie ich halt jedes Mal in den Fights gegen die nicht sterbe, weil ich irgendwie Schüsse abkriege oder so, sondern weil ich die ganze Zeit von irgendwelchem Viechzeug vergewaltigt werde. Du bist gerade viel schneller als ich, ne? Okay. Aber ich habe halt dein Loot im Wolf. Keine Ahnung. Ja. Ich habe generell. Jetzt hoffe ich halt echt mal noch, dass der Imprint noch durchgeht bei dem anderen. Ja, wahrscheinlich wieder nicht mehr jetzt. Ja, es könnte schon noch, wenn wir uns ein bisschen beeilen. Alter, langsam wird's. Ja, ich meine, klar, du hast jetzt noch 6 Leben so, aber. Ist halt blöd, wenn immer eine, wenn man halt so singular stirbt, dann. Ich habe halt keinen Bock, dass ich irgendwann irgendwie 5-6 Leben mehr habe als du. Ja. Ja, also ich meine. Weiß nicht, ich bin halt irgendwie am Anfang vom Fight halt schon immer drauf aus, halt eher aggressiv reinzugehen, als daran zu denken, dass ich überlebe. Und meistens also, ich finde halt das Problem ist halt das, wenn du so im Wildlife irgendwo rumeierst und halt eben ein anderes Viehzeug am Start ist und du halt nicht die Möglichkeit hast, wieder auf deinem Viech drauf zu kommen, weil das halt gebolert ist, dann hast du halt echt so, Probleme. Ich finde halt, also einerseits ist halt schwer zu sagen, ich würde halt gern eigentlich immer vom Vieh absteigen, weil ich dann halt gefühlt viel, viel besser schießen und bolern kann. Aber irgendwie ist es halt auch nicht gut, von den Viechern abzusteigen, weil wenn die dann nämlich in deinem Rücken wären, du halt gerade gegen die Fightest halt von wilden Tieren, und da waren halt genug wilde Tiere, halt einfach zerfleischt wären, dann hast du halt auch nichts mehr, um dann wieder wegzukommen. Wenn du es dann halt nicht schaffst, irgendwie effektiver zu töten von denen, dann steht halt plus ihre Viecher gegen dich ohne Viecher. Ja. Ja gut, dann schmeiße ich jetzt wieder. Warte mal, du hast mein Zeug in deinem Wolf, ne? Ja. Dann nehme ich mir das mal. Und bin überladen. Okay. Oder oh, warte mal, da ist der Imprint. Ja, warte mal. Spazieren. Nice, kannst du mit ihm gehen gerade? Ja. Ja, das ist der Wichtige hier, der 79er. Ich bin halt hart überladen. Hat. Oh, nice. Ja, dann läuft bei uns. Ja, aber den anderen kriege ich auch noch. Ja. Ich meine, das ist auch ganz gut, wobei solange du halt noch kein Männchen hast, ist es eigentlich relativ egal. Der hat auch. Ja, aber besser einen zu haben, als nichts zu haben. Stimmt natürlich. Ja, pack den. Oh, der ist eh gleich ausgewachsen. Gott, Alter. Ja, okay, geht eigentlich. Also, ja gut, es sagt natürlich trotzdem, dass ich mir jetzt da schon wieder ein Leben abziehen lassen. Ach, also meine diesmal Fies, haben wir halt vom Ergebnis her den Kampf gewonnen. So kann man, muss man halt sagen, weil wir haben beide Viecher von ihm getötet. Und wir haben Nogger plus sein Equip und kein Equip verloren. Und halt auch nur ein Tier verloren. Aber das Leben ist halt. Also es wäre halt besser gewesen, wenn ich gestorben wäre. Anstatt halt dir.
Ja, aber gut, machst du nix, also ist jetzt halt so. Also ich habe jetzt hier rechts in den Schrank mal Gear reingetan, also alles, was man halt irgendwie mal so verwenden könnte, wenn man gerade mal Bock hat. Aber gut, war halt schon Cola halt von dir, die war halt mega nett. Die hat halt den Fight gerettet, weil dadurch konnten wir ihn halt töten und wären die vielleicht beide weggekommen irgendwie. Er hat mir der Spike, die ich halt reingeplaced habe, die habe ich halt auch erst da reingeplaced, wo ich halt gesehen hatte, dass er wieder frei ist oder sich bewegen kann zumindest irgendwie. Dachte ich halt, kann ich ihn quasi mit der Spike einbauen. Das müsste man halt allgemein mal testen, ob das halt geht hier, weil ich glaube, man kann nämlich in Leute und Tiere Sachen reinplacen und dann ist halt eigentlich immer ein Bolan und einmal eine Spike auf seinen Kopf setzen das krasseste, was man machen kann. So, in unsere Tiere können wir auf jeden Fall Sachen reinsetzen. Weil dann müssten wir das eigentlich mal testen. Weil also, ich meine, da ist halt safe RIP, wenn du halt den Tickschaden von der Spike kriegst, weil du da einfach drin sitzt. Ja, gut, du kannst eine Granate daneben werfen, dann kriegst du zwar Schaden, stirbst aber nicht davon. Ja, aber das muss halt auch entweder der Mate machen oder man klebt die sich halt wirklich selber an den Kopf. Das ärgert mich ja schon wieder mit Gato. Das Problem ist halt, es ist halt, ich war halt wirklich, also, irgendwie, ja, hilflos halt, weil, wenn er ins Wasser geht, was soll man halt machen? Also, er geht halt ins Wasser, schwimmt raus und baitet mich halt rein und kommt dann halt wieder raus. So, wenn, und mein Wolf kommt halt lange nicht hinterher und ich ja auch nicht, so, dann habe ich halt die Möglichkeit draußen zu warten und zu gucken, wo er rauskommt. Wenn er aber ein Frechdachs ist, geht er dann halt ganz woanders hin, wo ich gar nicht mehr hingucken kann, weil er hat ja halt Grapples bei. Also er kann unter Wasser auch relativ schnell sich bewegen. Ich habe halt auch Grapples, aber auf die Entfernung halt jemanden zu treffen, der war ja nicht einen Meter vor mir. Mit der Grapple musst du halt auch erstmal hinkriegen, so, und das ist halt... Ja. Wenn ich aber in 1 gegen 1 Fight mit ihm gehe und er mich halt bolert, gut, ich kann ihn halt auch bolern, aber wenn er mich halt bolert, bin ich halt wahrscheinlich auch tot und dann haben wir halt alles verloren. Ja. Also, es stimmt schon, in so einer Situation ist es vielleicht auch gar nicht mal, also gar nicht mal so blöd, wenn man halt auch, ja, zumindest ein bisschen safer dann spielt. Also, ich finde, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wir hätten jetzt halt mein Gear verloren, kein Gear dazu bekommen und das wäre so quasi der Endstand, das würde mich halt schon ziemlich nerven, weil dann müssten wir jetzt halt nochmal farmen gehen, um mein Zeug zu finanzieren im Prinzip. Ja. Und das wäre halt schon ziemlich nervig. Und ich muss echt sagen, also Fleisch hätte mir halt gerade in der Hotbar einen Arsch gerettet, aber ich weiß auch auf der anderen Seite echt immer noch nicht, was ich für Fleisch opfern würde. Was hast du denn alles in der Hotbar? Achso, du hast ein Pistol noch. Ne? Ja. Ich meine, also theoretisch brauche ich keine Fallschirme unbedingt. So, also, aber weißt du, ich sehe halt jetzt schon wieder, wie ich nach Fallschirmen in meinem Inf suche. So, ich würde sagen, mach die, ich weiß nicht, ob du es ohnehin vielleicht nicht drin hast, aber ich würde Fernglas rausmachen. Ja, ich nutze es halt sehr viel, aber stimmt schon, das kann man, ja, nehme ich das mal raus. Wollen wir gerade noch schnell die Wölfe ein bisschen leveln gehen? Was? Wollen wir gerade die Wölfe noch ein bisschen leveln gehen? Ja, wir könnten halt mal, mein Wolf kann ja eh ein bisschen tragen, wir können halt mal kurz draußen halt Holz holen, dass wir halt, dass wir halt Feuer wieder anmachen können, Fleisch. Ja, Problem ist, ich kann mich noch nicht mal bewegen im Moment. Selber tut, Sattel schmeiß ich weg, oder? Ja, gut, wir können ihn auch einfach mal aufheben. Aber also, ja, obwohl, stimmt eigentlich scheiß drauf. Willst du noch deine Wasserdinger wieder haben? Nee, ich habe die eh nie verwendet. Ja, ich warte halt nur gerade drauf, dass ich noch ein Level kriege, weil sonst kann ich mich gar nicht bewegen. Kann noch irgendein Warcraft oder so? Hab ein Level und ich bin... Ach so. Okay, ich bin dumm. Okay, let's go. Ich habe gerade, also eigentlich aus Versehen in Melee Damage reingelevelt, dachte dann kurz, ich hätte gerade 42 mit einem Level bekommen, aber ja, Imprint und so. Es wurde halt immer noch nicht angezeigt. Aber ich finde es trotzdem nicht übel, dass ich jetzt 246 Damage habe, nachdem ich ein Level da reingeklöppelt habe. Also, das heißt, der Imprint bringt schon ganz gut was. Was wollen wir jetzt eigentlich? Holz? Sledge? Keine Ahnung. Achso, ich wollte einfach nur die Feuer wieder anmachen, so, also Holz. Okay. Brauche ja nicht viel für, aber ich meine, das wird jetzt halt auf der Rücktour mitnehmen. Wir können jetzt halt schon einfach kurz mal leveln gehen. Ach so. Ja. Warte mal, was ist denn der Bronto hier für ein Level? Obwohl, nee.
Bronto umhauen. 7. Nee, nee, scheiß drauf. So. Oh, leider Mikroraptor ist gestorben, war. Ja. Ja, den hatte ich halt irgendwann im Fight einfach mal auf Agro gepfiffen. Wenn ich mir gedacht habe, vielleicht bringt er ja was, aber ich glaube, ich habe ihn auch gar nicht abgeworfen oder so, also. Der Fight war viel zu hektisch, als dass ich da hätte den Mikroraptor durch Schild einsetzen können. Ja, ich hatte einfach nur probiert mit Agro halt, aber gut, ne, dann geht er halt auch auf alles irgendwie drauf. Da rechts sind Raptoren. Ja, oh, lass mich auch mal kurz zurückreißen. Wenn du rennst, dann komm ich nicht hinterher. Okay. Was halt auch nice ist, wenn die imprinted sind, braucht man halt auch lang nicht so viel Level, die man in Weight oder sowas halt reinkloppt, weil das halt alles schon geboostet ist. Ja. Ja, eigentlich kann man einfach mal alles jetzt totreißen. Theoretisch kannst du halt auch ab und an, also jetzt nach dem Fight logischerweise mal buffen. Ja, währenddessen. Und wir haben ja eh anderthalb Minuten dann. Weißt du halt, jetzt bin ich noch tot, ne? Ja, das dauert schon noch einen Moment, aber ja. Level mir zeigt, denke ich mal, auch wieder so 1000 irgendwas Weight. Und ja, gut, Stamina werde ich. Was hast du jetzt? 2k oder so, oder? Ich habe 2,1k, ja. Ja, sowas in die Richtung würde ich halt dann auch machen. Was die für ultra low level Viecher hatten. Die hatten 113er Direwolf und 69er Saber. Das heißt, die haben eigentlich keine Lauftiere. Heißt, die müssten halt theoretisch aber eigentlich nochmal tamen gehen, ne? Also kann eigentlich eine Aktivität. Ja, warte. Gut. Also tamen wäre ja eigentlich mal eine Aktivität, wo man sie halt auch mal bei treffen könnte, so. Ja, könnten wir halt mal probieren, ja. Einfach in ihre Richtung laufen und dann. Ich habe jetzt wieder 1124 Weight, ich bleib mal dabei. Dann kann ich jetzt schon Stamina lassen. Einfach Hide farmen, dann zu Hause Holz farmen, bisschen 500 einfach mit Waffs machen. Ja, können wir machen. Weil, das dauert schon irgendwie lang hier. Das Ding ist halt, ich weiß jetzt halt auch nicht, was ich sonst mit den restlichen paar Minuten der Folge noch anfangen will. Jetzt halt irgendwie das Zeug für Rafts zusammen zu farmen, dauert halt dann schon einen Moment und dann muss man auch wieder welche machen. Also, ich will den halt eigentlich nur halbwegs Battle Ready haben, so jetzt brauche ich nur ein Level, dann habe ich auch meinen Stamina wieder und dann ist der eh schon besser als mein Alter. Naja, gut, okay, ein bisschen HP würde vielleicht auch nicht schaden. Ich glaube, den Alpha-Enki müssen wir leben lassen. Jo. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt halt in den Vieh jetzt schon wieder irgendwie 2000 halt oder so. Und an der Base haben wir doch eine ganze Menge lassen, einfach Wafts machen. Ja, okay. Glaub, das geht wesentlich schneller, als hier irgendwelche Pflanzenfresser zu töten. Ja, ja, okay. Mal, wenn wir halt beide craften, dann kriegen wir halt beide XP noch. Plus unsere Viecher bekommen halt auch beide dabei. Dann setze ich mich halt mal auf ein anderes Vieh, vielleicht ein Level da. Ja. Weil ich halt auch noch Schoko als Scheiße habe. Der hat halt kein Imprint, aber gut. Ja, aber ich glaube, du hast allgemein keine anderen imprinteten Viecher, weil ich jetzt halt immer alle genommen habe, bis ich mal einen imprinteten kriege. Also insofern, ja, kannst du eigentlich auch auf deinem bleiben. Ich meine, bisher überlebt er ja ganz gut.
Ja, ich war gerade noch am überlegen, ob ich jetzt noch... Wölfe. Ja, einmal mal reinklicken würde. Oh lol. Ich würde halt auch 4 Damage pro Level kriegen, aber ich, naja, ich gehe jetzt trotzdem erstmal noch ein bisschen auf HP. Wie viel Leben hast du eigentlich? Mein Vieh oder ich? Ja, dein Wolf. 3100. 3100, okay, ja. Ja, dann brauche ich schon noch ein bisschen was. Ich bin jetzt erst naja, bei... Naja, kannst du auch weniger Leben haben. 1,6. So, du könntest halt mehr Damage oder mehr Movement noch machen, also... Ja, aber also bisher sind halt meine Viecher immer gestorben, weil sie so squishy sind, also... Ich glaube, blöd wäre das schon nicht, halt vielleicht ein bisschen Leben zu haben. Also so 2k hätte ich auf jeden Fall ganz gerne oder 2,5, mal gucken. Ich mein, gut, der ist jetzt auch erst 110, also. Ja, noch alles irgendwie im Rahmen, das macht. Ja, Vorsicht und Holz diesmal mitnehmen. Ah ja, Vorsicht und Holz. Aber ich mache in jedes Lagerfeuer 100 und mit dem Rest können wir dann Wafts machen. Lass mich raten, wir haben ja schon wieder nichts zu essen gegeben. Dein Stamm killt Direwolf. Aber unseren eigenen, lol. Ja, wir, irgendwas von uns hat einen Wolf von uns getötet. Warte mal, ist der vielleicht in eine Spike gelaufen, weil der auf Attack My Target war? Ja, ja, ist er. War das der Gute? Ja, das war ein Imprinteter, ja. Alter. Wir haben es echt drauf, muss man schon mal so sagen. Oh mein Gott, wie rotzedämlich sind wir denn bitte? Ja, läuft bei uns. Alter. Einer hiervon hat auch Imprint. Oh, der ist aber Female. Ja gut, der andere da vorne war auch Female, oder? Nee, der war Male. Achso, ja gut. Nee, ah Leute, der war doch Female, okay. Ja. Schnell. Warte mal, also du meinst die Forges, oder? Also mit nee, mit die Lagerfeuer meinte. Lagerfeuer, ah, okay, gut. Ich will einfach Fleisch braten. Was, 100 rein in jedes? 100 Holz einfach, ja. Dann halt so viel Fleisch, wie er noch geht. Ich pack das. Das guckt Miet mal hier in die Smithy, ne? Ja. Ich hab da gerade Zeug in die Tür gedroppt, damit ich das rauswippen kann. Scheiße, da liegt noch Holz. Naja, egal. Du kannst ja das Holz im nach draußen gehen noch mitnehmen. Ja, dann. Ja, ich warte jetzt noch ganz kurz mit Craften, bis du halt auch auf was drauf sitzt, aber wir haben jetzt halt echt nicht viel Zeit. Ich würde halt gerne das Holz schon noch benutzen, aber ich kann mich halt logischerweise nicht bewegen. Heute jetzt nicht bekommen. Ja, ich glaube, jetzt kannst du es halt auch aufheben. Ja, schon auf die Viecher setzen dann aber, ne? Ja, ja. Ich schmeiß dir noch ein bisschen Holz rein, dass du halt eher craften kannst als ich. Ich kann fibermäßig halt 9 oder so machen. Okay, ja, dann gönn dir. Also wenn ich das Holz halt hab. Ich glaube, ich habe das Holz dafür nicht. Ja, also ich craft jetzt gerade erstmal 2 hier in der Queue. Ich habe jetzt 5 gemacht. Komm mal weiter. Okay, nice. Okay. Wieder haben wir mal gleich mein Viech noch gegen. Ja, bisher sind jedes Floß 2 Level, das ist echt ganz gut.
meine, so 15 oder so kann er eigentlich noch kriegen. Noch eins. Da kriegt er doch jedes Mal so 70 live. Also ich habe jetzt kein Holz mehr. Ja, ich schmeiß dir noch ein bisschen was raus. Ich gebe dir auch mal den ganzen anderen Shit. Obwohl, ne, die beiden Stacks kann ich mal wieder. Kann ich unterwegs nochmal was craften? Okay, Ende. Naja, egal, die machen wir noch schnell, würde ich sagen. Also ich mache jetzt gerade nochmal 4, ja. Mein Wolf ist echt krass gelevelt schon, also. Hat jetzt 55k Erfahrung gleich. Oha, ja, das ist echt. Not bad. Nice. Falls ihr euch fragt, wieso ich random klatsche, nein, ich habe kein Tourette-Syndrom, sondern ich habe gerade so eine Stechmücke. Immer noch eine. Nice. So, eins kommt jetzt noch. Okay. Ja gut, das war glaube ich noch nicht mal ein ganzes Level. Na gut, dann ist der jetzt aber auch also wirklich verwendbar. Level 120, 2100 Leben, 2200 Stamina knapp, 1000 Weight, 250 Damage. Also kann man glaube ich echt mitarbeiten jetzt. Jo. Gut. Keine Ahnung, dann sehen wir uns nächste Session und Folge wieder, Leute. Ja, keine Ahnung, ich denke mal, wir liefen dann einfach mal, was können. Gut, dann, keine Ahnung, genau, tschüss.